Seit dem Beginn der Gewandhaussanierung in Zwickau bietet das Haus ein Schauspiel, das die Passanten wegen des hohen Bauzauns zwar nicht sehen, dafür aber umso besser hören können. Es ist eine perfekt abgestimmte Sinfonie für Trennschleifer und Bohrhammer. Im Inneren rücken die Arbeiter dem Gebäude bis auf die Fundamente zu Leibe. Schon im Foyer sieht man, dass die Sanierung mit großen Schritten vorangeht. Der Eingangsbereich eines Theaters ist in großem Maße auch dessen Visitenkarte. Hier wird es einige Veränderungen geben. Langjährige Theaterbesucher werden sich nach der Sanierung beim Betreten des Gebäudes erstmal orientieren müssen. Ja, ich würde sagen, nicht völlig anders, aber schon, es wird ein ganz anderer Eindruck sein. Das heißt, der erste Raum, wo wir jetzt hier gerade drin stehen, der wird bleiben, wie er ist. Das heißt, da werden nur die Möbel anders, also die Bar, der Tresen, der Ticketservice, der wird neu gestaltet. Aber was komplett neu kommt, ist der nächste Eindruck, der Schritt durch diesen Spitzbogen, den wir jetzt hier gerade sehen. Da bin ich vormals direkt gegen den Aufzug gerannt oder links und rechts diese schmalen Treppen, wo man sich kaum bewegen konnte. Das wird komplett zurückgebaut. Der Aufzug wird zurückgebaut, der Aufzugsschacht wird zurückgebaut und ich laufe direkt auf die Garderobe zu, habe auch damit ein viel größeres Foyer und einfach auch Platz, also Platz zum Ankommen, auch zum Runterkommen. Das heißt, ich komme aus dem Alltag und lasse mich langsam auf das Kulturerlebnis ein. Bei einem Rundgang im Eingangsbereich des Gewandhauses haben die Baubeteiligten an Ort und Stelle erklärt, welche Änderungen an der Bausubstanz geplant sind. Dazu gehört auch eine Fläche, die es bislang so nicht gab, weil alles recht eng verbaut war. Also diese Fläche, die ich vorhin gesagt habe, das ist immer die Summe, die man als Foyer, Pausenfläche dazu bekommt. Das ist halt die Fläche, die es im Erdgeschoss vergrößert gibt. Also der Weg zur Garderobe im ersten Obergeschoss, wo eben vom bisher die Garderobe war, gibt es auch einen Pausenbereich, mehr Platz zwischen den Toiletten zum Aufenthalt. Aber die große Änderung ist dann im Hauptgeschoss, wo der eigentliche Theatersaal ist. Wir hören die Baugeräusche im Hintergrund, es geht voran hier. Dort wird die große Treppe weggebrochen oder ist schon weggebrochen. Und da gibt es einen großen Bereich vor dem Saal. Das sind ca. 80 Quadrat, vielleicht 100 Quadrat für kleine Presseempfänge, für die Pausen, wenn man seinen Sekt trinkt, seine Häppchen isst, was bisher immer viel zu beengt war. Veränderungen erfährt auch der Zuschauerraum. Das betrifft aber nicht die Räumlichkeit an sich. Hier wird eher der Komfort der Besucher verbessert. Was sich ändert, ist das Gestühl. Das heißt, wir werden ein viel bequemeres Gestühl haben. Wir haben die Sitzreihen anders aufgeteilt, die Sitzplatzbreite anders aufgeteilt. Jeder Besucher wird zwei einzelne Armlehnen haben. Jetzt teilen sich nur zwei Plätze eine Lehne. Das sind so Kleinigkeiten, aber die machen es einfach angenehm. Wenn man schon das Geld auch ausgibt, man will einen schönen Abend haben, dann soll es auch bequem sein und dann will man sich auch wohlfühlen in seinem neuen Theater. Eine Frage, die sich viele Zwickauer stellen: Wie wird wohl die Fassade des Gewandhauses nach der Sanierung aussehen? Das wissen wir immer noch nicht. Es wird jetzt, nachdem das Haus eingerüstet ist, nochmal restauratorische Befunduntersuchungen geben, weil das Haus ist ja mehrfach umgebaut worden, mehrfach verputzt und umgestrichen worden, sodass wir jetzt wirklich nach erbauungszeitlichen Befunden suchen müssen, also nach erbauungszeitlichen Putzen. Und das wird die Restauratorin übernehmen, die weiß auch, wo sie da hingreift. Und deswegen war jetzt unser Plan, also wenn das Gewandhaus eingerüstet ist, würden wir diese Untersuchung durchführen. Und dann, denke ich mal, haben wir einen relativ guten Befund, auf dem dann die Farbgebung basiert. Eine interessante Entdeckung haben die Denkmalschützer bereits gemacht. Die hängt mit der früheren Nutzung als Kaufhaus zusammen. Also wir kennen ja aus archivalischen Quellen im Prinzip Grundrisse vom ursprünglichen Bau. Und wir hatten jetzt aber angenommen, dass durch diese vielen Umbauten diese Strukturen nicht mehr erkennbar sind. Haben jetzt aber bei den Entkernungen und auch bei den archäologischen Untersuchungen festgestellt, dass viel mehr da ist, als wir angenommen haben. Also dass zum Beispiel Querwände noch erhalten sind, erbauungszeitlich, dass man noch Strukturen ablesen kann. Also diese Verkaufsstände, die sich dort befunden haben, diese Grundrissstrukturen, kann man noch ablesen. Von außen ist das sehr gut zu erkennen. Da gibt es sowohl auf der Seite der Katharinenstraße als auch auf der Seite zum Rathaus Türen, die sich exakt gegenüberliegen. Hier sind die Händler in grauen Vorzeiten mit ihren Wagen durchgefahren, um die Verkaufsstände zu beliefern. Das Gewandhaus gibt seit einigen Monaten also wertvolle Geheimnisse preis. Wer weiß, was diese Sinfonie für Trennschleifer und Bohrhammer noch alles zutage fördert.